Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute geht es um In Malice Wake, die australische Thrash-Death-Metal-Band, gibt bekannt ihr viertes Album mit dem Titel The Blindness of Faith, am Freitag, den 13. November, weltweit veröffentlicht werden soll. Der Vorverkauf ist ab sofort verfügbar. The Blindness of Faith ist eine Reise in die dunkle Seite der Religion, erzählt von dem erschütterten Sound von In Malice Wake. Eindringliche Melodien, ein Ansturm klassischer Riffs, Drums und Vocals, der aus den Tiefen der Hölle schwingt. Das Album ist ein weiterer Schritt auf dem extremen Weg der Dunkelheit und Brutalität, den das vorhergehende Album mit dem Titel Light Open the Wicked eingeschlagen hat. Aufgenommen und gemischt von Chris Themelko in den Monolith Studios und gemastert in den Panic Room Studios, von Fans ansprechen kann. In Malice Wake sind stolz auf alles, was sie bisher auf dem Weg erreicht haben und wollen im nächsten Kapitel mit The Blindness of Faith, dem bisher stärksten Album, neue Wege beschreiten, um eine Legion neue Hörer zu erreichen. Das von Gitarrist und Sänger Sean Ferruccia in Öl gemalte Cover ist ein Spiegelbild der Atmosphäre und Zerstörung, die in den 10 Tracks enthalten sind. In Malice Wake haben sich in Australien seit weit über einem Jahrzehnt als dominierende Thrash-Death-Metal-Truppe etabliert. Der kombinierte Riffing-Style, die intensive Geschwindigkeit, das Blastbeat, das Tremolo-Picking und die eindringlichen Melodien sind ein wesentlicher Bestandteil des erkennbaren Sounds von In Malice Wake. Noch wichtiger ist, dass die Band für das unvergessliche Songwriting und die Originalität wirklich bekannt geworden ist. Jeder Titel spricht seine eigene Geschichte und bleibt beim Hörer noch lange im Gedächtnis. Auf dem derzeit dicht besiedelten Markt sind großartige Songs die einzige Wertwährung. In Malice Wake tourten durch Australien und Neuseeland und unterstützten viele der großen, darunter Bloodbath, Destruction at the Gates, Napalm Death und Warbringer. Das Live-CD-DVD-Feature Visions of Life Destruction war eine Hommage an die unglaubliche Fangemeinde der Band in Melbourne. Das war's auch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, schreibt was in die Kommentare oder abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.